Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres The Last of Us Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut wieder Games for You. Laufen, laufen, laufen. Ich gehe nämlich davon aus, dass wir die Sache nicht verbessert haben, weil es so blöd gespeichert hat. Dü-dü-dü. Okay, was haben wir denn? Hab ich's doch gewusst. Achso, muss ich gedrückt halten. Verwirrung pur. Fummeln wir hier noch ein bisschen rum. Und dann haben wir meine Lieblingswaffen aufgewertet. So geht es doch. Aber wirklich. Jetzt gehen wir hier hoch. Hier war doch irgendwie, konnte man noch reingehen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Hunde nicht leiden kann im Videospiel. Hier lädt er jetzt wieder. Deswegen ist Joey so langsam gelaufen, habe ich eine Theorie. Okay, Teile. Irre praktisch. Hier gibt es nichts so wirklich. Mal gucken, ob es hier hinten irgendwo was gibt. Nee. Hässliche Schatten gibt es auf jeden Fall. Fehlt uns was. Hier, so eine Flasche könnten wir bauen. Können wir noch nicht, weil wir nicht genug Lappen haben. Geh mal aus dem Weg, du Vogel. Gibt's ja gar nicht. Jetzt hätten sie null hier. Bin hier der Einzige, der den Durchblick hat. Und die spinnen sich da die ganze Zeit einen ab. Hier gibt's auch nichts. Jetzt kannst du sagen, was du willst. Die Kleine ist schon unheimlich teilweise. Aber die Musik ist so geil, die passt. Es wird ja relativ wenig Musik eingesetzt im Spiel. Aber wenn mal was da ist, unterstreicht das im Grunde genommen nur die Atmosphäre und übernimmt die nicht oder dominiert die nicht. Das finde ich sehr gut. Oh yeah. Munition. Immer her damit. Zum gleichen Moment. Sieht's denn hier aus bei uns? Nehmen wir lieber die andere Pistole. Alles mal durchladen, man weiß ja nie. Also hier oben gibt es nichts mehr, hier waren wir jetzt überall. Wie sie da nur gammelig gewartet haben. Okay, die sind abgehauen, Glück. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joe? Ja. Das war ein Eiswagen-Mädel. Ist ja krass. Nur nie von einem Eiswagen gehört. Ich nehme mal an, ihr habt alle von einem Eiswagen gehört. Gibt's aber ehrlich gesagt für in Deutschland heute eher seltener, habe ich das Gefühl. Oh, hat sonst noch jemand Hunger? Ja. Ja. Ich jetzt nicht, ich habe jetzt schon gegessen. Okay. Weiß nicht, ob ich da jetzt ein schlechtes Gewissen haben sollte gegenüber den Kerlis hier. Wie ekelhaft Küchen nach Jahren aussehen, ey, ist immer unglaublich. Dicke Teile auf jeden Fall. Dicke Teile. Ich weiß, der war nicht so lustig. Mann, Mann, Mann. Yeah, noch mehr Munition. Ich denke, das ist praktisch trotz allem. Oh, das ist dieser Ich. Das war doch der, der mitten in der Kanalisation drinne war. Kann ich hier raus? Sollte ich hier raus? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, so, was gibt's hier noch?
Hinten gibt es einen Raum. Sprengstoff haben wir schon genug. Kombination haben wir nicht. Warum haben wir die nicht? Haben wir irgendeinen blöden Zettel? Da haben wir schon die Kombination. Das ist natürlich praktisch, wenn man sie gleich neben dem, quasi neben dem Tresor aufbewahrt. Können wir doch jetzt eine Pulle machen, oder? Ja. Sehr gut. Läuft doch. Gucken, was da drin ist jetzt. Pillen auf jeden Fall und jede Menge Munition. Können wir hier nochmal wechseln. Und hält jetzt auch gleich 3 Schuss, das ist gut. Und relativ schnell nachgeladen hat es auch. Brauchen noch 20 Pillen, damit wir hier ordentlich weiterkommen. Also sprich den letzten Klicker-Aufwertungskram holen. Hey Sam! Machen die denn? Okay, mal gucken, wer gewinnt. Du bist dran. Okay. Nur wer? Ellie. Wasch! Ein Naturtalent. Glück! Nein, was nicht? Eines Glück. Ha! Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein. Ich hab dich fertig gemacht. Hä? Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, okay. Der war gut. Der war echt gut. Vor allem kennt ihr die Regeln doch überhaupt nicht. Oder doch? Oder nicht? Kann jemand, der keine Ice Talks kennt, Dart-Regeln kennen? Ich weiß es nicht. Was ist hier? Können wir nicht rein, schade. Ich will noch mal kurz gucken. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Aber hier waren wir erst drin. Okay, das ist in Ordnung. Ihr seid ohne mich auch aufgeschmissen, ne? Das gibt's ja gar nicht. Oh shit. Zum Glück ist der Schütze nicht so gut. Wo ist das hin? Irgendwo da hinten. Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Wem sagst du das? Hinten rum hat sie gesagt. Hat er gesagt. Hinten rum bedeutet wohl hier rum. Kurz Licht anmachen. Man weiß ja nie. Gut, also hier ist Deckung über Deckung. Oh! Du hast ein Dreckschwein. Alter. Hast du es gesehen? Wo einer ist, können auch mehr sein. Klingt blöd, aber ich werde mich jetzt erstmal verbinden. Sicher ist sicher, ich will hier nicht kaputt geschossen werden oder sowas. Moment, können wir nicht auch ein Messer machen? Okay, das passt. Gucken, ob es hier noch Loot gibt oder sowas. Na, gefällt dir das ohne Kopf? Selber schuld, wenn du hier herkommst und mich erschrecken willst. Kurz nachladen. Ja, wenigstens Munition hättest du doch fallen lassen können, du Arschgesicht. Da drin. Vielleicht hilft er. Hä?
an, wie ich dem einfach den Kopf weggeschossen habe. Das ist schon befriedigend teilweise. Scheiß Hunde, ey. Okay, das getroffen habe ich schon wohl nicht. Ich glaube auch nicht, dass das so wirklich geht, aber probieren kann man es mal. Das ist meine Devise. Gucken, was für Munition war das denn? Kann ich das vielleicht einsammeln? Nee. Ach so, das war Sprengstoffkram. Da hinten ist einer. Hey, geht außen rum! Aufpassen, dass keiner von hinten kommt. Was denn? Du bist doch der, der auf mich spallert. Okay, wie sie immer versuchen, so einen gewissen Mindeststandard, Abstand zu wahren. Ich glaube, der ist jetzt down diesmal. Oh. Komm her, Junge. Komm, trau dich. Okay, gehen wir erstmal was essen. Maulwund. Was ein Kram. Lieber runtergehen. Sicher ist in dem Falle sicher, würde ich sagen. Haben wir auf jeden Fall ordentlich aufgeräumt. Ja, schade. Gut, Munition, das ist schon mal in Ordnung. Wer schreit denn da? Ist das der Fuzzi oder was? Was ist denn das da? Sieht wie Munition aus. Ist es aber nicht. Und wo wolltet ihr nochmal hin? Hoffentlich hat es mir wehgetan. Wo ist die Flasche? Hier oben. Jede Menge von den Spinnern. Stört sie, Jungs! Okay. Schön aufpassen hier. Sind nämlich nicht die hellsten zum Glück.
schnell mal wieder verarzten. Wo ist er? Oh, da ist er. Gucken wir, dass wir anders umgehen. Vielleicht auch ein bisschen. Eine andere Waffe wechseln. Ist er weg, der Idiot. Gehen wir hier rein. Gucken uns hier ein bisschen um. Sieht mir nach Pillen aus oder nee, Scherenteile. Keine Ahnung, wo der Typ hin ist. Würde ihn aber an eurer Stelle auch nicht suchen wollen. Wo ist der Typ? Der ist im Eimer. Jetzt sind wir indoor, jetzt gehen wir lieber auf die größere Kaliber. Sind wir im richtigen Haus, ist die Frage. Keine Ahnung. Sieht aber ein bisschen so aus. Wenn es hier keine gute Schießscharte gibt, weiß ich auch nicht. Fenster sind schon blind an den Stellen hier. An und für sich sind das ja tolle Fenster hier, ne? Finde ich persönlich. Ach, das sieht doch aus, als wären wir hier richtig. Ach du Scheiße. Hoffentlich haben wir keins von unseren Messern benutzt. Okay, haben umgebracht. Was ist da denn los? Nachladen. Den haben wir. Den haben wir auch. Da hinten ist einer. Den haben wir. Wo ist der hin? Den haben wir. Haben wir auch. Haben wir ebenfalls. Die haben da eingefeuert. Wo? Los, Leute. Haben wir. Haben wir. Haben wir ebenfalls. Mit den eigenen Waffen. Sozusagen. Haben wir. Wir auch. Hier drüben oder was? Oh nein. Und jetzt? Nein, nein. Was soll ich denn machen, ey? Mal auch, da unten ist einer noch. Den haben wir ebenfalls. Jetzt fährt er wieder ein Stück weiter nach vorne. Hier kommt einer. Den haben wir. Den haben wir auch. Hier ist noch einer. Haben wir nett. Aber hier. Den haben wir. Haben wir auch. Jetzt hat er oben Deckel aufgemacht. Komm raus, du Vogel.
Komm raus. Okay, das hat geklappt. Wunderbar. Down is down. Was gab es euch? Scheiße! Oh, das war heftig. Ja. Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Okay. Sieh mal da. Was denn? Okay. Geschafft. Wir müssen weg. Okay. Okay. Henry! Okay, den haben sie down gemacht. Sam, alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Mach jetzt, Mann. Los, mach! Wo? Gehen wir! Da oben. Scheiße, die sind so schnell und unvorhersehbar. Scheiß Klicker. Wenigstens die Klicker umhauen. Scheiße, den krieg ich schnell. Oh Scheiße, jetzt weg hier, Leute. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Ist okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Weg hier, Leute. Wir haben wir. Durch ein loses Brett. Und wir sind ganz nah dran. Gut, dass wir den Encounter überlebt haben. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut. Echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Ja. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Hört schnell so an. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind?
wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper. Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Gute Antwort. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Oh shit. Der ist infiziert. Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erstmal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Oh nein, ey. Sam? Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Alter, bist du dumm? Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Oh Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry? Ellie, bleib da. Henry! Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Das ist alles deine Schuld. Henry! Henry, nicht! Oh, Mann. Was ein Dreck. Herbst, Winter. Jackson County. Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Ja. Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Okay, dann machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.